Servus, grüß euch zurück bei den Mummis. Ihr wundert's halt, Christbaum stehen da. Heute geht's mal um das Thema Christbaum. Oder Weihnachtsbaum, je nachdem wie es das Kind. Weil jeder kennt das Drama, weil jeder weiß, was ich mein. Mei, es ist dann bald Weihnachten, es wird Zeit, wir brauchen einen Baum. Muss der Baum groß sein, dick, dünn, buschig. Immer dasselbe Familiendrama. Das hat doch jede Familie drin. Weil keiner sagt, hey, jetzt weiß ich genau, welchen Baum ich brauche und damit bin ich glücklich. Und zwar, am besten weiß jeder immer wieder, ich habe einen Ständer, da tue ich ein Wasser rein und dann bleibt der Baum eigentlich frisch und dann soll er nicht rodeln. Und was kommt dabei raus? Der Baum steht in der Wohnung drinnen, der war hoch, zwei und die Nadeln fliegen. Nicht einmal meistens schon nach zwei, drei Tagen die ersten Nadeln fallen. Und jeder sagt, das kommt nicht Zeit, das Zeug ist auch teuer. 43 Euro für den Baum zahlt, aber ist er nicht groß. Was für ein Klumpenzeug. Das Problem an dem Ganzen ist eigentlich ganz einfach gelöst. Und zwar ist es nämlich so, ein Baum hat eine Rinde. Die meisten Leute holen sie den Baum, der Baum ist gespitzt, dann tue ich den Baum auf dem Balkon aussehen, da wo er schön frisch ist, wo es sein soll, oder auf Terrassen aussehen, weil die Luftfeuchtigkeit, den braucht der Baum noch. Aber die Krux an der Sache ist einfach die Rinden. Die Rinden ist bei uns wie die Haut für den Baum und über die Rinden zirkt das Wasser. Das heißt, wenn ich drinnen jetzt runtergemacht habe von dem Baum, weil er gespitzt ist und das Zeug, kann der Baum kein Wasser mehr ziehen. Also lasst das drinnen drauf. Ihr kennt es ja, die meisten haben ja so einen Christbaumständer zum Niederziehen, zum Obidrucker. Am besten messt es euch aus. Dann könnt ihr den Stumpf unten nämlich schon mal ein bisschen mitvermessen und lasst die Rinden drauf. Tut es in den Christbaumständer das Wasser rein und stellt den Christbaum mit Rinden ins Ständerl rein. Weil dann bleibt euch der Baum frisch und ihr verliert bei weitaus weniger Nadeln und es ist viel angenehmer für alle noch, den Baum zu entsorgen. Klar, auf Dauer verliert er auch seine Nadeln, aber er braucht die Rinden drauf lassen. Gut, ich hoffe, euch hat der Tipp geholfen. Wünsche euch jetzt viel Spaß beim Christbaumkaufen und deswegen freue ich mich für euch und ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß beim Schmücken. Euer Stefano von die Mummis.